Am 3. November 2021 haben die Grünen betroffene Afghaninnen und Organisationen wie Fremde werden Freunde eingeladen, sich im Parlament zu vernetzen. Zunächst begrüßten Iva Ernst-Cicic und Faika El-Nagashi von den Grünen das Publikum. Gesprochen wurde über die Situation der Afghaninnen in und außerhalb Österreichs und trugen wichtige Forderungen an die österreichische Regierung vor. So, dann darf ich Sie, euch alle herzlich begrüßen hier im Dachfoyer der Hofburg, unserem aktuellen Parlament. Mein Name ist Eva Ernst-Cicic, ich bin zuständig bei den Grünen für die Themenbereiche Migration, Menschenrechte, LGTB, aber auch Außenpolitik. Und ja, außenpolitisch gesehen steht Afghanistan die letzten 2 Monate sehr im Fokus. Auch in Österreich haben wir einen sehr verengten Diskurs, wenn man so möchte, über die Situation vor Ort, aber natürlich auch betreffend der afghanischen Community in Österreich. Und uns beiden war es ein Anliegen, hier mit der Community selbst auf Augenhöhe zu sprechen, zu hören, was sind die Appelle an die Politik, was ist die Perspektive, was ist die Einschätzung und wie können wir auch die Community in Österreich stärken, aber uns auf der anderen Seite international dafür einsetzen, dass sich die Situation in Afghanistan verbessert. Wir waren wirklich überwältigt und auch sehr, sehr positiv erfreut über das große Interesse und die vielen Rückmeldungen auf unsere Einladung. Und dem ist auch das Setting des heutigen Abends geschuldet. Auch der afghanische Botschafterin Manisha Bakhtari und Aktivistinnen der Zivilgesellschaft sprachen über die Situation der Afghaninnen und riefen zu Hilfe vor Afghaninnen in Afghanistan auf. Familie, Mütter, Väter in Afghanistan noch haben und versucht haben, sie aus dem Land herauszuholen. Mich haben teilweise 15-jährige Mitglieder angeschrieben, Seba, wie kann ich meinen Vater oder so aus dem Land herausholen? Und ich denke mir, das ist eine enorme psychische Belastung. Warum muss sich ein 15-Jähriger damit auseinandersetzen? Neben den anderen Corona-Problemen zusätzlich. Es gibt für den Menschen dort keine Sicherheit. Jeden Tag werden bis zu 300 Menschen getötet von den Talibanen, die ihnen die Sicherheit versprechen. Die Talibanen sagen, wir sichern das Land für euch. Natürlich haben diese Menschen keine Möglichkeit, aus dem Land zu fliehen, da es überall die Grenzen kontrolliert werden und sie halt eben in einem Raum, in einem Vierwand stecken geblieben sind. Ich denke, für eine gelungene Integration braucht es auch eine starke mentale Gesundheit. Und das ist schwierig, wenn man jahrelang Krieg erlebt hat. Discussion that's been going on for a while. I know that the issue is being brought up, but we need action. Neben der Hilfe für Menschen in Afghanistan stellte die Community auch Forderungen an die österreichische Regierung, etwa das Recht auf politische Teilhabe und die Beschleunigung des Asylverfahrens afghanischer Flüchtlinge in Österreich. Also der Hauptgrund, warum wir hier sind, ist uns zu vernetzen und das ist auch mein Wunsch heute, dass wir mit der österreichischen Regierung zusammenarbeiten. Wir wollen Anteil haben an der Gesellschaft, am Arbeitsmarkt und an der Politik, genauso wie der Rest der Gemeinschaft. Es reicht uns nicht, an Sprachkurse teilzunehmen und uns ausschließlich in afghanische Vereine und in afghanische Organisationen zu engagieren. Wir wollen politische, soziale, kulturelle Teilhabe an dieser Gesellschaft. Wir haben das letzte Mal über die Lage in Afghanistan mit Faika und Eva gesprochen. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie man den betroffenen Afghaninnen und Afghanen in Afghanistan helfen kann. Beispielsweise auch damit, dass man die Tatsache verdeutlicht, wie ich das erwähnt habe, dass die Afghaninnen und Afghaninnen sind nicht automatisch also kriminell. Darüber haben wir schon gesprochen mit euch und sie haben unsere Forderungen schon weitergegeben. Wovor ich Ihnen von ganzem Herzen danke. Wenn wir selbst ein Podium haben, dann können Sie sicher sein, dass wir noch viel zu sagen haben.
Aber heute jetzt, ohne mir zu viel Zeit zu nehmen, habe ich weitere Forderungen an die österreichische Regierung, was ich mit euch teilen möchte. Also einerseits habe ich gesagt, dass wir wollen politische, soziale und kulturelle Teilhabe an dieser Gesellschaft. Bitte beschleunigen Sie die Asylverfahren afghanischer Flüchtlinge, die seit Jahren darauf warten. Ermöglichen Sie die Flüchtlinge, die seit vielen Jahren in Österreich leben und sich im Asylverfahren befinden, das Studium und die Erwerbetätigkeit, also Anstieg in den Arbeitsmarkt und Depression, also Suchterkrankungen und möglicher Kriminalität von Jugendlichen vorzubeugen. Weil die österreichische Regierung und auch der Gesellschaft erwartet von uns, dass wir also alle Flüchtlinge sollen nicht eben kriminell sein, wie alle uns so nennen. Aber wenn die Leute jahrelang in Flüchtlingscampen warten und sie wissen einmal nicht, was die Zukunft ist, dann entweder ist man, also hat man Depression oder also drogensüchtig oder macht auch eben was Schlimmeres. Aber wir sind alle nicht kriminell. Also in diesem Punkt will ich nochmal eingehen. Wir haben uns sehr gut engagiert in der Gesellschaft. Wir haben jede Ausbildung, wir haben studiert, gearbeitet und, so wie die österreichische Regierung will, integriert. Und das ist eben mein nächster Punkt, Inklusion durch Integration ersetzen. Wir haben unsere Kultur, wir haben unsere auch Sprache, Deutsch sollen wir eh lernen, aber wir haben eh unsere Kultur und wir sollen das nicht vergessen. Deswegen, ich denke, dass Inklusion ist viel wichtiger. Und auch der letzte Punkt ist Geflüchteten das Wahl- und Mitspracherecht geben. Schließlich sprachen Ernst Cicic und El Nagashi über die Hilfeleistung vor Afghaninnen und erklärten, Österreich wolle die Taliban nicht anerkennen. Abschiebestopp war für uns Grüne schon vor der Eskalation Position und wir bleiben dabei, Afghanistan ist nicht sicher. Und ja, da haben wir eine Verantwortung in Österreich, genauso wie auf europäischem Boden und in europäischen Gremien, uns beispielsweise für die erwähnten Resettlement-Programme einzusetzen. Was ganz wichtig ist, ich habe eingangs erwähnt, dass die humanitäre Situation, und ihr habt das bestätigt, immer schlimmer wird. Deswegen ganz wichtig ist natürlich humanitäre Hilfe. Wir haben in Österreich jetzt mal 20 Millionen beschlossen. Das ist nicht alles, das ist nicht genug. Was noch wichtiger ist, und auch das war heute Thema, wie dieses Geld zu den Menschen kommt, wie es nicht versickert und wie es wir auch schaffen in Europa, dass diese Unterstützung eben der Bevölkerung zugute kommt, vor allem den Frauen und den Mädchen, das heißt den besonders vulnerablen Gruppen zugute kommt. Was wir beschlossen haben, ist eben nicht nur die Sicherstellung der österreichischen Mitteln, sondern eben eine Aufteilung dieser so, dass nicht nur die Bevölkerung davon was hat, sondern dass wir den Taliban auch klar machen, welche Konditionalitäten, das heißt, an was ist das gebunden, wenn zusätzliche Hilfe, abseits von der humanitären Hilfe, wenn zusätzliche Hilfe aus Europa beschlossen wird, was erwarten wir im Gegenzug? Und das ist natürlich ganz stark die Wahrung der Frauen und der Menschenrechte. Und danke vielmals für die wirklich starken Wortmeldungen, die ich auf jeden Fall in meine Arbeit mitnehme. Maike? Ja, vielen Dank auch von mir. Das war für mich sehr wichtig und auch sehr berührend, eure Statements zu hören. Manche von euch durfte ich jetzt schon das zweite Mal hören. War nicht weniger berührend und nicht weniger bewegend. Und manche von euch kenne ich seit vielen Jahren und auch eure Arbeit in diesem Bereich seit vielen Jahren. Und mit anderen ist es das erste Mal, dass wir uns jetzt austauschen dazu. Gesundheit, wie wichtig es ist, hier in der aktuellen Situation noch mal mehr und besonders hier auch Unterstützung zu bekommen. Und ich glaube, da gibt es auch Möglichkeiten und gibt es auch Projekte, wo wir den Kontakt herstellen können. Und das ist etwas sehr Konkretes, aber sehr Wichtiges.
die Situation der jungen Menschen, die ihr angesprochen habt, die Belastung der Jugendlichen, der Schüler, Schülerinnen und der Studierenden in dieser Situation, die Rolle der Bildung, die Möglichkeiten am Arbeitsmarkt, die Situation der Frauen insbesondere, und ihr wart hier alle sehr stark und sehr klar in euren Wortmeldungen. Und was für mich sehr wichtig ist und warum wir auch den heutigen Abend mit euch begonnen haben und initiiert haben, und ich sage begonnen, weil ich glaube, von uns besteht der Wunsch, auch weiter mit euch in dieser Vernetzung zu bleiben und sehr gerne auch noch weitere solche Veranstaltungen mit euch zu organisieren. Aber warum ich das auch machen wollte und es uns ein Anliegen war, ist, dass Integrationspolitik für uns etwas anderes ist als das, wie viele von uns das kennen. Integrationspolitik darf nicht eine Bedrohung sein. Allzu oft ist das eine Bedrohung, die sich äußert bei Terminen am AMS oder über Maßnahmen, die vorgeschrieben werden oder über Vorgaben, die zu erfüllen sind. Und Integrationspolitik, eine aktive Integrationspolitik, ist im Dialog und ermöglicht die Mitgestaltung und ermöglicht Chancen und Perspektiven. Und das ist unser Zugang, und ich glaube, dafür gibt es die Möglichkeit. Ihr habt heute eure Stimmen erhoben. Ich hoffe, dass euch sehr viele hören werden und zuhören werden. Wir haben euch heute gehört, wir haben euch zugehört. Vielen Dank dafür. Und wir sind jedenfalls an eurer Seite bei euren Projekten.